Genau, also insgesamt kann man sagen, dass die Teilnehmertage in den letzten Jahren gestiegen sind. Unsere Teilnehmertage in den letzten Jahren haben sich enorm gut entwickelt. Wir haben immer mehr Teilnehmer. Genau, also was man wirklich bemerken kann, ist, dass insbesondere die Kosten für Übernachtung extrem gestiegen sind in den letzten 20 Jahren. Unser großer Jugendkongress findet oft in Schulen statt, auch weil es schwierig ist, ein passendes Tagungshaus zu finden. Beispielsweise, also Bahnfahrten sind erheblich teurer geworden und der Zuschuss ist halt die ganze Zeit über gleich geblieben, was ja eigentlich nicht sein kann. Deshalb machen wir am 13. September vor dem Landtag eine große Demonstration, wo wir ab 12.30 Uhr den Parlamentariern auch nochmal unsere Sachen nahebringen wollen. An dem Tag findet auch das Landtagsplenum statt und wir hoffen, dass wir einfach viele erreichen da und ihnen nochmal klar darstellen können, dass wir das Geld wirklich brauchen und dass es wichtig ist, dass es im Bildungsbereich diese Anpassung gibt.